Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wie man wieder heute sehen könnt, spielen wir wieder das Scrap Mechanic Survival. Genau, in der letzten Folge haben wir hier unsere erste klitzekleine Farm gebaut, ne? Nur aus 4 Feldern. Genau, so. Wir haben auch noch allerdings in der letzten Folge noch unser Auto noch ein bisschen ummodifiziert. Wir haben hier einen neuen Motor dran gemacht. Genau, das war es eigentlich, ne? So, wir machen jetzt wieder die ganze Deko dran. Beziehungsweise unser Vordach und Kofferraum, hier erstmal unsere Mikrowelle. Da machen wir noch das eine Licht noch, wo waren das dran? Hier, gell? So. Genau. Ich weiß nicht, ob wir unser Auto jetzt noch etwas schwerer machen müssen, denn es ist, dann meine ich ja, doch nochmal so ein bisschen abgehoben, oder? Ja, das ist noch etwas zu leicht hier. Genau. Wir können das mit Scrap-Metall fertig machen, unter anderem mit Metallblock 1. Gut, das werden wir aber gleich machen. Zunächst mal möchte ich mal kurz mal gucken hier, was können wir uns als nächstes craften. Also ich möchte unsere Farm halt noch größer bauen, noch automatisieren. So, da hätte ich schon eine Idee, so einer Wasserpumpe. Ne, ist keine Wasserpumpe. Hier mit so einer Wasserkanone. Genau, das wäre aber extrem teuer. Das heißt, wir tun jetzt erst noch ein paar Materialien halt noch farmen. Genau, aber erstmal würde ich dann halt mir erstmal so ein Sägeblatt machen. Oder ne, am besten sogar so ein Triller. Okay, das weiß ich noch nicht ganz. Auf jeden Fall brauchen wir Metallblock 2, dazu brauchen wir diese Flaschen hier und die, ja, haben wir nicht. Ich weiß aber so viel, dass man die aus der Pumpe bekommt. Und wo sind die? Hier. Wenn man so ein Ding hat und noch so einen Tank hier oder noch so ein Rohr. Genau, ist aber mega teuer. Das heißt, wir tun jetzt erstmal noch ein bisschen Materialien, noch ein bisschen farmen. So, und zum Gewicht Überlagerungsding können wir noch gleich den Reifen noch einfach nehmen, ne? Dann doch hier so unten drunter ja nochmal zu machen erstmal und hier das Holz können wir hier auch noch so nutzen, hier noch so als, ja, ich sag so als kleinen Schutz, so so ein bisschen als Gewichtverlagerung auf etwas. Genau, so Leute, das fährt viel viel besser. Vielleicht können wir den Motor jetzt sogar noch mal eine Runde herstellen, wollte ich schon gerade sagen. Eine Stufe. Oh, das ist dann wieder zu schnell. Ah, ne, ist dann wieder etwas zu schnell. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, dann fahren wir es einfach mal nochmal hier mal in diese Richtung. Tun da nochmal die ganzen Ruinen nochmal looten. Genau. So. Vielleicht finden wir noch ein paar Bots, die wir nochmal killen können. Weil wir brauchen nämlich noch ein bisschen Scrap-Metall. Uns noch mehr Eisen zu machen. Genau, und danach kann es eigentlich schon so richtig in die Produktion losgehen, wenn wir ein Sägeblatt haben und noch so einen Bohrer haben, ja. Ja, dann wird auf jeden Fall ja alles richtig abgehen. Dann haben wir nämlich erstmal sau viel Holz, ja, weil wir kommen dann nämlich schneller und leichter an das ganze Holz heran, dann also auch an den ganzen Steinen. So. Ist das immer noch zu hoch? Nee. So, ich weiß aber jetzt allerdings nicht, wie wir an Eisen noch kommen sollen. Ja. Da kriegt man das Eisen auch noch aus den Steinen heraus, aber ich weiß es nicht ganz. Also, ich hoffe mal, dass es so ist. Und wenn es nicht so ist, dann müssen wir uns eine andere Art zum Farmen suchen. Genau. So. Sind die ganzen Kisten und alles wieder respawned? Nein, sind sie nicht. Das heißt, wir können gleich eigentlich wieder weggehen. So, dann gehen wir jetzt kurz mal ins Auto wieder drauf. So. Okay. Aber ich würde sagen, dann folgen wir jetzt einfach mal der Straße weiter. Wir sind der, ja, ich glaube, wir haben uns maximal nur bis hierhin ausgebreitet. Wir tun uns erstmal, oh Gott, nein, 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 nein. Ne, gut, das ist umgefallen. Und der Reifen, warte mal, gleich hier sind. Können wir den Reifen auch noch schön gleich noch mehr in die Mitte machen. Wieso geht das jetzt nicht? So. Oder hebt das Auto hinten ab? Wir müssen den Reifen hier vorne hin machen. Ja. So, genau. Ab hier waren wir ja eigentlich noch nicht, meine ich. Wir können also im Kuhauto mal doch einfach unser Auto das draufstellen. Könnte man auch machen zur Gewichtsverlagerung, ne? So. Ist hier irgendwo eine Kiste? Oder waren hier doch schon? Ah, ne, waren wir noch nicht. Gut, okay, die Komponenten, ohne Karotte, okay.
Also die Component Kits, die werden wir jetzt öfter benötigen. Oh Gott, ey, hab ich gerade erschrocken. Genau. Denn mit den Component Kits können wir uns da ganz viele Sachen craften, also ganz viele Sachen halt wieder verbessern halt. Genau. So, was haben wir hier drin? Component Kits? Nein. Ist ein Sack. Also an Sack haben wir ganz viel. Genau, und zu der Farm nochmal. Ich habe auch nochmal eine richtig krasse Idee, wie wir die Farm noch bauen können. Unser wird die sich zwar erstmal noch nicht automatisch halt abernten und wieder ja, hinernten, sage ich mal. Und zwar wird es erstmal automatisch aus dem ganzen Ding da mit dem Wasser gehen. Und dazu brauchen wir auch nochmal Unmengen an Material. Nicht zunächst mal das Gestell zu bauen, sondern das, da wir brauchen Schalter, da brauchen wir Pisten, Sensor, diese Wasserkanone auch nochmal. Genau, also halt nochmal diese Flaschen. Das brauchen wir ja die Pumpe und so. Also es wird schon echt spannend werden. Ja, warte, mir fällt gerade ein. Wir haben ja noch ein bisschen Mais im Inventar. Können wir doch. Oh Gott, 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 oh mein Gott. Komm. Oh Leute, das war doch geilster Stunt ever hier, ne? So, hier Co. Ist mal das. Genau, kriegen wir hier durch nochmal ein bisschen Milch. Hier habe ich noch eine Deko an unserem Auto noch vergessen. Hier. So. Aber hat nur noch 3 Milch gehabt. Siehst du, seht ihr, das Ding hätten wir auch einer draus springen können, aber na gut. Heben uns halt für die andere Farm auf. So, cool. Deshalb können wir uns hier mal so ein bisschen umgucken. Oh, die Nacht geht gerade heran. Ja. Ich höre Roboter und ich sehe auch einen. So, dann komm her, du da. Oh Gott. Okay, okay, nice, nice, nice. Bleib doch stehen, du Arm. So. Genau. Was haben wir denn mal so alt benötigt, um Metall 2 zu machen? Ich glaube nur den Wasserflaschen, gell? Oh, WLAN-Räder. Ja, kauf ich mal dran. So, kann man wieder ein neues Mainboard hier? Nein. Wieso kann ich das mit dem Tarn nicht öffnen? Ah, hier. Oh. Haben wir nur ein Mainboard? Das ist ja echt lasch von uns, ne? Nur ein Mainboard haben wir. Ich hätte gedacht, wir hätten noch mehr. Wir hatten noch 10 Stück oder so gehabt. Haben wir das alles in den Motor ausgegeben? Ja, moin, ey. Also, das hätte ich nie gedacht, ey. So, irgendwo sind da noch Roboter. Aber ich sehe sie nicht. Ne, hier können die ja nicht mehr sein. Hier ist einer. Aber ich habe da. Oh Gott. Nein, 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 nein. Okay, Leute, das kann echt übel von uns werden. Ah, ne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann mich jetzt aber nicht healen, ne? Okay, entweder haben wir ihn abgeschüttelt oder ist unsichtbar oder ist despawned. Ich bin es irgendwie gewohnt, immer auf Shift irgendwie das Inventar zu öffnen. Ich weiß auch nicht warum. Hat er uns das gesehen? Oder nicht? Wo ist denn der? Ah, hier ist er ja. Ja, komm her, du. So. Ich hab grad noch irgendwann noch angehört. Genau, hauen noch ein bisschen mehr Metall. So, ich hoffe, dass man diese Wasserflaschen auch irgendwie auch so ein Luzi bekommen tut. Denn ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr, nochmal extra eine Pumpe halt zu craften. Na gut, müssen wir so oder so ja irgendwie machen. Ach. Ja, ich hätte keine Lust mehr, erstmal eine Pumpe erstmal zu craften, nur um dann 2 Wasserflaschen herauszubekommen. So, was haben wir hier? Glowsticks. Dann sollen wir so einen Glowstick mal werfen. Können wir gucken, was das uns bringt, tut. Ja, macht doch schon ordentlich Licht, ne? Wir haben 2 geschmissen.
Ja, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? So, Mainboard, noch ein bisschen mehr Spray, Mainboard und Spray. Sack und eine Banane. Orange. Könnte noch hier hoch, ja. Oh Gott, da geht's ja noch höher. Haben wir noch ein paar Glowsticks? Ne, haben wir nicht. Okay. Haben wir uns noch nicht gesehen. Gas. Ach Mann. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hinlaufen soll. Na komm her, du. Komm. Mann. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen Arme, hier ein bisschen Metall. Müssten wir irgendwann mal wieder was essen. Ich frage mich, ob man so eine Frucht eigentlich auch anbauen kann, so eine Banane oder so, oder eine Orange. Wäre nämlich echt neu, wenn man das irgendwie könnte. So, da ist eine Kiste drin, nee. Da ist noch ein Bot. Oh Gott, das sind sogar zwei Bots. Und der eine ist stuck und der bleibt dann immer stehen. So, jetzt haben wir... Oh geil, mein Compound Kit. Da kommt ja noch einer. Und jetzt hat er eines hier befreit bekommen. Okay. Was hat der getoppt? Mainboard? Nee. Doch, Mainboard. Du droppst uns gar nichts. Okay. Oder jetzt mal wieder ein bisschen hier refinen, ne? Ich weiß es gar nicht eigentlich, wie viel Scrap Metall haben wir denn eigentlich? 80. 40 Normalmetall könnten wir uns damit ja nur herstellen. Na, ist nicht allzu viel. Ja. Ich glaube, mein Hauptproblem ist erstmal, dass ich meine Pumpe erstmal craften muss. Und das wird richtig teuer. So, wir haben 1000, wir haben sau viele Chemikalien haben wir. War doch nur 12? Nee. 32. Was kann man eigentlich mit den Chemikalien machen? Kann man damit irgendwas wegätzen oder irgendwie so? Weil, da ist schon wieder Chemikalien. Weil nicht, dass man die Chemikalien halt zum Vereinsach verwenden kann und wir haben davon 1000 Stück. So, das geht ja noch höher. Ist da noch eine Kiste? Nee. Oh Leute, das geht aber echt hoch hier, ne? Also das ist irgendwie der größte Dungeon, in dem ich bis je drin war. Also in der größten Ruine. Oh nein, ich meine, das ist eine Kiste. Okay, Leute, die tun wir zum Schluss öffnen. Später Component Kits, wir fahren dann 6. Nochmal Component Kit. Gut, wir gehen erstmal noch hier hoch, danach ist die goldene Kiste dran. Vielleicht ist das so eine legendäre Kiste. Hier ist nochmal eine. Okay, wenn ich sagen, da öffnen erstmal die, was bekommen wir raus? Eine Garmet Box. Epic. Ist das aber eigentlich nicht legendär? Batterien und Component Kits, okay. So, wir können ja jetzt eigentlich mal die Orange hier mal essen. So. Wir können Batterien mitnehmen. Ich glaube, Batterien können für einen E-Motor oder sowas halt brauchen. So, was bekommen wir hier raus? Lass mal, wir haben so einen Fahrersitz bekommen. So einen Beifahrersitz. Blueberry Seed. Das könnten wir weglegen. Wir könnten aber auch andere wegessen. Warte, wie viele rote Beete zusammen haben wir? Ach, sind nur die. Okay, warte, dann essen wir jetzt eine Banane hier. Nehmen wir den Sitz mit. Mal bauen wir überhaupt einen Sitz für irgendwas? Ja, ich weiß es halt nicht, ne? Es kann ja immer wieder sein. Komm, schmeißen wir einer den Kaktus weg. Wenn nicht das gute Steak hier, ein Kaktus. So, dann können wir da noch gleich rumstehen. Genau, dann werden wir mit diesem Dungeon auch wieder fertig. Okay. Wir kommen jetzt hier runter. Wenn wir runterspringen, bin ich tot. Genau hier entlang. Das ist ja noch möglich, noch die Treppen runtergehen.
Haben wir das schon gelootet? Ah ja, hier, wo wir die Growth Keys geworfen haben. Da gehen doch irgendwann mal aus oder bleiben die jetzt so für immer? Naja. Irgendwie müsste auch noch unser Auto sein. Nur da hinten, gell? Ah, hier ist auch irgendwo ein Bot. So. Was hat er? Schon wieder Mainboard. Okay. Dann haben wir jetzt mal ein bisschen Metall gekriegt. Ich meine, wir können unser Auto auch erstmal schwerer machen. Ja. Wir können das goldene Ding ja unser Auto ja dran machen. So, warte mal. Das ist nämlich so ein Kleidungsteil ist das. Und da kann man dann halt sich so ein Transporter craften und Kleidung mit herstellen. Ja, und wir sehen dann momentan so aus. Mit der Anfangskleidung. Genau, so den ist unser Auto. So. Oh Leute, der Grund, warum ich das Ding nicht mehr nutzen ja, kann, ich habe ja noch mit Freunden halt gespielt, da haben wir halt die Dinger halt auch gefunden, ja. Ja, und ich habe eigentlich schon jede Kleidung, die es ja geben tut. Das heißt, wir können eigentlich nur hier so als Deko da dran knallen. Ja. So, wir können aber gleich noch ein bisschen Metall hier noch ein bisschen anbauen. Ja, Mann, der Lift zerstört. Und der Reifen. Aber es ist ein schwerer, der Reifen. Ja, nee, warte mal. Wenn man den Reifen wieder dran, dann der Reifen ist wieder etwas schwerer. Es steht der Lift. Na gut, dann machen wir halt mit dem Metall nichts. Genau, die Kuh hier. Steht in der Blume drin. War das mit Milch? Okay. So. Ja, und dann würde ich mir sagen, dann, oh Gott. Ah, ja, es knicken wir um. Wie viel Benzin haben wir denn überhaupt noch drin? 5. Wir könnten ihn nochmal upgraden. Aber allein das ist ja schon fast zu schnell. Wir brauchen ja einfach mal ein Außen, ja. Wir brauchen einmal ein Auto, das einem aus Metall oder so bestehen tut. Aus einem schwereren Material. Weil das ist immer noch etwas zu leicht hier. So, jetzt gucken wir gleich mal, was hier über den Berg ist. Als Adventskalender, Mann. So, hier ist gar nichts. Lampen könnte ich mir noch holen hier. Brauche ich aber nicht. Also hinter dem Hügel nochmal so eine Abgabestation. Da hinten ist nochmal ein Dungeon. Da hinten ist auch noch irgendwas. Okay, Leute, also die Welt ist eigentlich schon relativ nice, ne? Hier ist noch so ein klitzekleiner Dungeon. Oh, nein, komm. Oh, Leute, komm, das ist unser Stunt-Auto, ne? So. Dann, was ist hier drinne? So ein kleiner Dungeon. Gott, das ist die Scrap-Mechanik-Musik. Ich dachte schon gerade, von irgendwo hier kommen so eine Sounds. Du bist das die eigene Scrap-Mechanik-Musik hier, ja? Oh Gott, da ist ein Bot schon wieder. Okay, ich denke, wenn wir dann halt wieder bei unserer Base sind, dann können wir erstmal richtig viel Metall erstmal machen. Und dann haben dann jetzt mit dem Ding 120. Da müssten wir 60 Metallblock 1 Dinger rausbekommen. Genau. So. Wie kommen wir da hoch? Ist das eine Röhre? Nee. Im Auto könnten wir so eine Rampe, ne? Ich denke, das würden wir mit unserem Auto einfach nicht schaffen. So, wir können aber so machen. Wir können halt so raufkommen. Vielleicht verbirgt sich ja noch jemand da hinter dem Heu. Oder auch einer gar nicht. Ne, sieht man so wie gar nichts aus. Okay. Hier ist mal ein WLAN-Router. Gehen wir einmal ein Mainboard dafür. So, das ist unser Mainboard. Oh Gott. So. So, unser Auto könnten wir, was ich hier, kurz mal jetzt so hinten stehen lassen. Lift noch schön abbauen. Ja. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr könnt gerne kostenlos ein Abo da lassen und auch noch gerne die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos halt mehr zu verpassen. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr diesem Video ein Like geben würdet. Ja. Bleibt gesund, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.